Welcome back hier in Deus Ex. Wir gucken mal, was wir jetzt hier machen. Wir sind auf einer neuen Person getroffen, die wir schon am Anfang gekannt haben, die uns eigentlich gefoltert hat und jetzt hier irgendwie meint, sie wäre auf unserer Seite. So, was können wir jetzt auswählen? Bei unserem letzten Treffen haben sie mich verprügelt. Und jetzt wollen sie plaudern? Ich hatte keine andere Wahl. Es musste echt aussehen. Für Burke. Noch denkt er, ich bin auf der Seite von Beltower. Aber wenn er mich mit ihnen und ihrem Amoklauf in Verbindung bringt... Das ist ihr Problem, nicht meines. Dann bedeutet ihnen Dr. Megan Reed wirklich nichts, oder doch? Was wissen sie über Megan? Ich weiß, dass der Name zu viele Alarmglocken ausgelöst hat, als ich ihn ihrem Suchprofil hinzugefügt habe. Aber so fand ich heraus, wer sie sind und warum sie auf dem Schiff waren. Sie denken, Beltower hat sie entführt, richtig? Wollen Sie es etwa abstreiten? Ich wünschte, das könnte ich. Aber nach allem, was ich gesehen habe, sicher weiß ich nur, dass sie nicht hier ist. Nicht mehr. Was soll das denn bitte heißen? Nicht, was Sie denken. Hören Sie, Rifleman Bank Station unterstützt alle Beltower-Operationen in dieser Region. Reguläre und Special Ops. Vor 6 Monaten erhielt ich den Befehl, alle regulären Soldaten und Zivilisten von dem Flugfeld abzuziehen. Ein paar Minuten später sind 2 Black Hawks gelandet. Ich dachte, das hätte mit Australien zu tun. Vor allem, als sie abgedeckte Tragen ausluden. Wie viele? 5. Bewacht von schwer augmentierten Special-Op-Agenten. Burke hat ihren Anführer begrüßt und dann sind sie alle im Internierungslager verschwunden. Da drin läuft irgendein schwarzes Projekt, Jensen. Etwas mit Gefangenen und Wissenschaftlern. Sie müssen rausfinden, was es ist. Okay. Mal schauen, was wir hier auswählen können. Warum ich, Keitner? Das ist doch Ihr Name, oder? So hat Burke Sie auf dem Schiff genannt. Natanja Keitner, ja. Und ich brauche Sie, weil alle meine Bewegungen aufgezeichnet werden. Ich muss meine Tarnung wahren. Tarnung? Für wen arbeiten Sie? Vor einigen Monaten kam ein Agent von Interpol auf mich zu. Sie hatten Beltower schon länger auf dem Radar, konnten ihnen aber nie etwas beweisen. Was dieser Agent über die Basis hier sagte, hat mir die Augen geöffnet. Sie sehen also, Jensen, ich spiele tatsächlich guter Bulle, böser Bulle. Dann fang mal an, deine Waffe wegzunehmen, dann können wir besser quatschen hier, finde ich. Erzählen Sie mir mehr über die Wissenschaftler. Technisch gesehen bin ich für die Basis verantwortlich. Ich weiß also, wer ein- und ausgeht. Burke trifft sich ständig mit Ärzten und Wissenschaftlern. Mir sagt er, das wäre Teil seiner Verhörmethode. Haben Sie Namen? Keine verlässlichen. Aber in Australien und Asien leben neuerdings ziemlich viele Does. Ich sehe nur nicht immer, wie sie abreisen. Und Sie denken Megan schon? Die Black Hawks sicher. Ohne die Tragen. Aber diesmal mit 5 Stasekapseln. Aha. Dazu brauche ich erst mehr Informationen. Erzählen Sie mir von diesem schwarzen Projekt. Ich wünschte, ich könnte, aber es ist geheim. So geheim, dass bei BT niemand bereit ist, seine Existenz auch nur zu bestätigen. Aber Sie haben was gesehen. Nur die Ränder. Diese Station ist halb Basis, halb Militärgefängnis. Und jede Woche kommen neue Kriegsteilnehmer an. Laut Interpol stehen sie aber auf keiner Beobachtungsliste. Die meisten sind Zivilisten. Harmlose Zivilisten. Burke bringt sie in einen isolierten Flügel des Internierungslagers, wo sie verschwinden. Ups, na, müssen wir doch mal schnell was tun, oder? Ja. Okay, was soll ich tun? Halten Sie kurz still. Was zum... Ganz ruhig. Ich kompiliere nur Ihr biometrisches Profil. Netzhautscan, Pulmonargefäßdarstellung, das Übliche. Sobald ich die Daten hochlade und Corporal Alan Tyler eine Sicherheitsfreigabe gebe, können Sie die Kontrollpunkte in diesem Sektor passieren. Nur in diesem Sektor? Warum das? Weil ich gesehen habe, wie blutrünstig Sie sind. Ich kann Sie ins Internierungslager bringen, aber der Befragungstrakt ist ein Problem. Die Freigaben dafür erteilt nur Burke. Und ich sollte ihn vermutlich nicht um eine bitten. Wirklich, sehr witzig. Im zentralen Kommandoturm des Internierungslagers steht ein Sicherheitscomputer. Dort müssen Sie diese Kopie Ihrer Biometrie manuell hochladen. Melden Sie sich anschließend per Infolink. Haben Sie noch Fragen? Also erst einmal muss ich sagen,
Je nachdem, wie wir uns verhalten haben oder halt noch verhalten werden, desto anders würde sie ja zum Beispiel sagen, wir sind eine blutrünstige Killermaschine, weil wir halt einige Leute getötet haben oder überhaupt ausgeschaltet haben. Hätten wir uns überhaupt nicht gar nicht erst erwischen lassen und auch überhaupt niemanden umgeboxt oder gar getötet, dann wäre der Satz jetzt anders ausgefallen. Dann, wären wir wahrscheinlich keine blutrünstige Killermaschine. Die Wachen im Zellentrakt. Sind das Burks Männer oder ihre? Die gehören zu Burke. Perfekt geschulte Spezialagenten. Wenn sie da drin also das Feuer eröffnen, sind sie erledigt. Ich werde es mir merken. Oh, spannend. Ich könnte etwas mehr Equipment brauchen. Hat Corporal Tyler zufällig Zugang zur Waffenkammer? Sie sind immer noch ein Flüchtling. Halten Sie den Ball also lieber flach. Allerdings wäre da jemand, der Ihnen helfen könnte. Einer der Mechaniker hier, ein Zivilist namens Quinn, hat einen Nebenjob in der Beschaffung. Na wunderbar. Warum sollte ich ihm trauen? Weil ich es tue. Und weil er Burke nicht leiden kann. Er ist im Wartungsbereich der unteren Etage, in der Nähe des Aufzugs. Er kann Ihnen alles besorgen. Das klingt gut. Eine Sache wüsste ich noch gern über Sie und Burke. Ist der Rang höher als Sie? Eigentlich schon. Aber diese Station ist nur zum Teil ein Militärgefängnis. Und während er mit seiner Einheit das Internierungslager kontrolliert, befehlige ich die Basis selbst. Dann muss ich mir keine Sorgen machen, dass Sie nur eine Meuterei anzetteln wollen. Bitte? Denken Sie, ich riskiere so viel, um... Hören Sie, Jensen. Burke ist ein sexistisches Arschloch. Und ja, er steht über mir. Er ist auch schon viel länger bei Bell Tower und hat entsprechende Beziehungen, die er benutzt, um mich, wo es geht, zu unterlaufen. Aber das ist nicht der Grund, warum wir beide hier stehen. Hier werden Menschen verletzt. Unschuldige. Und wir müssen es öffentlich machen. Das könnte Bell Tower zerstören. Bell Tower hatte einmal Ehre. Sorgen wir dafür, dass es wieder eine hat. Ach du Scheiße. Mehr muss ich nicht wissen. Gut. Ich mache den Netzwerk-Upload von hier. Sie sind Alan Tyler, sobald Sie den Gefängniskontrollpunkt erreichen. Und passen Sie auf. Machen Sie nicht zu viel Wirbel. Okay, ja. Also, zwei Dinge. Wir sind hier gleich Alan Tyler. Dann sind wir noch... Also, sollen... nicht so viel Aufsehen erregen. Ja. Wir haben doch ein bisschen zu viel gewütet. Muss ich leider gestehen. Oder das müssen wir jetzt mal sein lassen. Ne? Weil das ist nicht nett, was wir hier... Das ist halt nicht nett. Es ist... nicht okay. Ah, cool. Ja, wir haben das Geschütz hier ausgestellt. Sehr schön. Jetzt können wir uns ja hier frei bewegen. So. Uns schön alles mitnehmen und angucken. So, erstmal gucken. Weißt du, soll ich da erst lang? Oder da unten lang? Ah, ich gehe erstmal hier lang. Hier scheint wohl der Typ zu sein, der uns Sachen besorgen kann. Geh doch erst nach links. Ach, wir sind wieder auf dem Klo. Ja. Gut. Warum auch nicht, ne? Oh! Was gibt's denn hier Schönes? Typhoon-Munition, yeah! Geile Sache, Leute. Wir haben endlich wieder die Typhoon-Munition. Leider noch nicht die Fähigkeit, aber das ändere ich auch noch. Naja,
Wir müssen ja alles wieder neu hochskillen. Nicht gerade das Dolle, aber nun ja. Ist quasi so eine Art Neuanfang. Ist ganz nett gemacht, aber nun ja. Ich hätte schon gerne die Power und... ja, das Wissen aus dem Hauptspiel übertragen bekommen. Aber naja, egal. Gehen wir jetzt mal hier rein. Fahr damit? Ja, danke. So, erstmal zu jemandem, der uns gewisse Sachen beschaffen kann. Denn nur damit will ich jetzt auch die nächste Mission weitermachen. Ansonsten, ne, hab ich hier keinen Bock, weil es ist mir so wenig Munition und so. Ne. So. Gut. Da vorne ist er anscheinend schon. Zu dem gehen wir aber auch gleich erst. Ich will nochmal hier schauen. Da. Ist doch schon wieder was. Mal schauen. Ja, und wieder 100 Punkte und wir haben gleich wieder ein Level Up. So, was haben wir hier? Bier. Oh, lecker. Und ein Schaden-Upgrade. Das hat wieder sich sehr gelohnt und ist wieder ein Beweis dafür, dass man auch ganz gerne mal gewisse Abseitswege gehen sollte. Oder in diesem Fall krabbeln, kriechen. Ist immer ganz nett, sowas. So, Tag, Kollege. Zu dir, zu dich, ja, ne, mach ich gleich mal. Erstmal sauf ich mich dicht. Ja, kann jetzt gerade nicht sehen, wie viel Leben ich hab. So, Schadensupgrade. Kommt da was rauf. Oh, bewegen. Wir müssen hier umbauen. Ach ja. So, runter, runter. Ah, na los, links dahin. Präzisionsgewehr, man ist. Die brauche ich nicht. Betäubungsfälle auch nicht. Gut. So, speichern. Gut, wir haben 110 Leben. Nehmen wir also noch ein bisschen was zur Brust. So, 185. Sind Sie Quinn? Wenn das nicht der Sensenmann persönlich ist. Wovon reden Sie da? Himmel, Herrgott, Mann, wegen Ihnen scheißt sich die halbe Garnison an und hat Angst, auf Patrouille zu gehen. Hören Sie, ich will keinen Ärger, okay? Der Commander sagt, ich soll Ihnen helfen und genau das tue ich. Aber töten Sie mich nicht, okay? Ich habe Kinder, 8 Stück. Naja, das stimmt nicht ganz, okay, aber eigentlich habe ich gar keine, aber erschießen Sie mich nicht. Bleib ja ruhig, Junge. Ich will nur einkaufen. Ah, wir sind mal ganz nett. Ganz ruhig. Ich will Ihnen nichts tun. Tja, das mag schon sein. Trotzdem ist es beruhigend, dass zwischen uns kugelsicheres Glas ist. Okay. Keitner sagt, Sie können mir helfen. Stimmt das? Ja, sie hat mir gesagt, dass Sie kommen. Bin heilfroh, dass Sie nicht auf eigene Faust losziehen. Hier gibt es schon genug wandelnde Pulverfässer. Da brauchen wir nicht noch eine tickende Zeitbombe. Wissen Sie, wie riskant es für uns ist, Sie vom Radar zu halten? Wir haben hier nicht viel zu melden, das ist Burks Show. Und der Arsch macht, was er will. Das heißt, er räuchert sämtliche Ratten aus, sobald er von ihnen erfährt. Ganz toll. Aber können wir jetzt weitermachen? Mir wurde gesagt, Sie haben einen Nebenjob in der Beschaffung. Hm,
Man könnte sagen, ich bin immer offen für ein kleines, wie wollen wir es nennen? Geschäft. Nie mehr. Aber nachdem der Commander sein Okay gegeben hat, öffne ich mein Lager für Sie. Für Cash, versteht sich. Heißt das, ich muss bezahlen? Natürlich müssen Sie bezahlen. Was denken Sie denn? Sehe ich etwa aus wie ein beschissener Quartiermeister? Ich bin doch nur ein Zivilist, der sehen muss, wo er bleibt. Bin doch nicht die Wohlfahrt. Angesichts der Umstände. Umstände? Dass Sie ein Flüchtling sind und ich meinen Hals riskiere, indem ich mit Ihnen rede? Was ziehen Sie hier ab? Andererseits, Sie hatten nicht zufällig was mit der Stasi-Kapsel zu tun, die gerettet wurde? Woher wissen Sie davon? Ah, dann waren Sie das also. Tja, sagen wir, ich habe meine Quellen und Ihr kurzer Anfall von Güte ist nicht unbemerkt geblieben. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen Rabatt, aber umsonst gibt's nichts. Aber andererseits, wenn Sie was umsonst wollen und nichts gegen ein bisschen Lauferei haben, hätte ich vielleicht einen Job für Sie. Betrachten Sie es als Sonderangebot. Interessiert. Wenn du ehrlich aufhörst zu labern, könnte ich auch mal was sagen. Also, erstmal möchte ich Informationen über Quinn. Was genau machen Sie hier, Quinn? In einer zivilisierteren Welt wäre ich wohl der leitende Wartungsingenieur der Basis. Aber in den Augen von Beltauer bin ich vermutlich nur ein besserer Hausmeister. Doch die Bezahlung stimmt. Also, was sonst? Wenn die Bezahlung so gut ist, warum dann der Nebenjob? Tja, warum nicht? Sehen Sie, für zivile Zulieferer gelten unterschiedliche Gerichtsbarkeiten, wenn sie Waren von außerhalb in die Basis bringen. Während die gemeinen Soldaten nur Standardzeugs bestellen können, Zahnpasta und so, biete ich ihnen eine breite Palette von Waren und Dienstleistungen. Sie wissen schon, Zigaretten, Alkohol und Herrenmagazine. Was hat das alles mit Waffen zu tun? Okay, lassen Sie mich ausreden. Weil ich ein Unternehmer bin, brauche ich einen Gegenwert für diese nicht ganz so lebensnotwendigen Dinge und bekomme häufig ziemlich unziviles Equipment dafür, wenn Sie verstehen, was ich meine. Normalerweise wasche ich meinen Bestand über einen Kontakt auf dem Festland, aber vor kurzem ist ein Deal in Shanghai geplatzt, zu Ihrem Glück. Betrachten Sie die ganze Angelegenheit also als glückliche Fügung. Und Keitner ist damit einverstanden? Nicht wirklich. Vor einiger Zeit hat der Commander von meinem Laden hier unten erfahren. Aber bevor sie mich in den Bau stecken konnte, habe ich ihr etwas angeboten, das sie nicht ablehnen konnte. Informationen. Ich werde nicht angeben, aber ich habe ein nettes kleines Netzwerk von Spitzeln und Helfern und wusste schon seit einer ganzen Zeit, dass sie Ärger mit diesem Wichser Burg hat. Am Ende haben wir einen ziemlich simplen Deal gemacht. Ich halte sie auf dem Laufenden und ziehe mich aus der Schusslinie. Ah ja, na dann. Was können Sie mir über die Basis sagen? Nichts, was Sie noch nicht wissen. Für die Außenwelt ist sie ein marines Logistikzentrum, das Beltauer als Versorgungspunkt für seine Pazifikeinsätze dient. Unter der Oberfläche verbirgt sich aber viel mehr. Weil? Also, mir wäre es lieber, wenn Sie der Commander briefen würde. Je weniger ich über diese Sache weiß und was noch wichtiger ist, je weniger ich dazu sage, desto besser ist es für uns alle. Ist ja gut, Mann. Erzählen Sie mir was von Commander Keitner. Offiziell ist sie Lieutenant Commander, aber das juckt die Soldaten nicht. Was sie angeht, ist sie der Commander. Aber die Rednecks beharren auf den Formalien, weil sie Burks Jungs sind. Die Spooks, Special Operations. Man könnte sagen, dass die Truppe ein bisschen gespalten ist. In Keitners und Burks Leute? Seit ich denken kann, gab es schon immer Rivalität zwischen Soldaten und Spooks. Ich dachte immer, es geht ums Ego. Aber hier ist es anders. Vermutlich, weil Burke anders ist. Wie meinen Sie das? Tja, der Mann ist zwar ein Riesenarschloch, aber die Männer respektieren ihn. Und die Schlipsträger halten ihn für einen Visionär wegen irgendeiner Technologie, die er mal entwickelt hat. Mit anderen Worten, der Mann hat jede Menge Einfluss und Macht und, tja, Sie kennen ja sicher das alte Sprichwort. Nein, kenne ich nicht, ist mir auch Wurst. So, da der gute Mann uns ja nicht ganz umsonst gewisse Dienstleistungen anbietet, schauen wir erstmal rein, was er hat. Was kaufen Sie? Und nehmen dann einige Sachen in Anspruch. So, verkaufen wollte ich jetzt nix. Revolver-Munition, ja. Ja, wir kriegen schon Rabatt, das ist schön. Also, ja.
Auf jeden Fall, den hole ich mir schon mal. Der Rest kommt ein andermal. Keine Rückgabe. Ach ne, das will ich sowieso nicht rückgeben, das Teil. So, da sehe ich doch jede Menge nette Sachen. Muss nur mal überlegen, wie ich da überhaupt hinkomme. Aber nicht mehr jetzt, sondern erst im nächsten Part. Und dort werde ich auch mich ein bisschen neu ausrüsten und auch mal seine Nebenmissionen holen. Obwohl, die nehme ich noch jetzt schnell. Mein liebster und einziger Kunde ist. Ja, halt die Klappe. Okay, was ist mit diesem Sonderangebot? Ich weiß ja nicht, ob Sie es schon gemerkt haben, aber diese Basis ist bis an die Zähne bewaffnet. Vor allem diese abgefahrenen Fake-Bots. Wenn Sie mir ein paar Sachen besorgen, kann ich vielleicht was basteln, das Ihnen das Leben erleichtert, wenn Sie verstehen, was ich meine. Was genau würden Sie denn für mich basteln? Nichts Wildes. Nur eine 329er TRS. Ein Raketenwerfer. Stimmt, genau, Mann. Spezialanfertigung von meiner Wenigkeit. Sehen Sie, ich komme zwar an einfache Waffen ran, aber wenn es um diesen militärischen Schnickschnack geht, wird's schwierig. Außerdem will ich unbedingt eine neue Treibladung ausprobieren. Vielleicht kann ich ja sogar das Leitsystem ein bisschen aufmotzen. Jo. Das hört sich doch gut an. Scheiße, natürlich hört sich das gut an, weil es wahr ist. Okay, Sie müssen mir nur ein paar Komponenten besorgen, den Rest mache ich. Wir haben kürzlich eine Ladung 329er reingekriegt, aber ich konnte dummerweise keine für mich abzweigen. Zum Glück hat ein Vögelchen, das für mich arbeitet, bei der Inventur einen verloren, aber er ist aufgeflogen, bevor ich das Baby abholen konnte. Jetzt liegen die Einzelteile meines kleinen Lieblings irgendwo in der Basis rum. Ich meine den Werfer, nicht meinen Mann. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich soll Ihnen die Einzelteile beschaffen. Ja, das trifft es ziemlich gut. Bringen Sie mir einfach das Abzugsmodul, die Zielfernrohrbaugruppe und den Werferlauf. Den Rest suche ich mir hier in der Werkstatt zusammen. Eine habe ich schon gefunden. Echt? Lassen Sie mal sehen. 329er Abzugsmodul? Melden Sie sich, wenn Sie den Rest haben. Alles klar, mein Freund. Also. Ich muss los. Okay, seien Sie so gut und ziehen Sie den Kopf ein. Ja, mach ich. So, also ich würde mal sagen, die Praxispunkte werde ich im nächsten Part verteilen. Dann werden wir die restlichen Sachen für die Raketenwerfer auch noch suchen. Ich werde auf jeden Fall nochmal aufscreen versuchen, hier reinzukommen. Ob ich den vielleicht da hinten nochmal bestehlen kann. Und ansonsten machen wir natürlich mit der Hauptquest auch weiter. Also, bis dann. Tschüss.